Ey, bleib doch nicht stehen. Jetzt bleibt er stehen. Du musst auf uns aufpassen. Bess hat diesmal einiges abgekriegt. Wir hätten sie fast verloren. Betreib halt, oder? Laut Karte müssten wir aus diesen verdammten Wäldern bald raus sein. Wir müssen über die Brücke hier, dann dürfte es nicht mehr weit sein. Alter! Zeigen wir sie! Das denn? Boah, Granate! Fuck! Scheiße, scheiße, scheiße! Sind sie auf Bess vorbereitet. Wir ziehen ihr Feuer auf uns, während du versuchst, ihnen in den Rücken zu fallen. Ja, ich versuch's mal, ne? Wohin da? Keine Bewegung. Da hast du gleich einen gefunden, der wurde es richtig erklärt, ne? Hast du eigentlich auch nicht immer. Soll ich in den Vorposten hier reingehen? Ne? Echt genau. Dann ein Mannpanzer wäre mir nicht alles toll. Oh, was ist denn halt mit ETS los? Ja, die Geist kosten echt, ja. Alter, das Gewehr. Was ist das für ein Scheiß? Hallo. Mann, der zeigt mir hier ein Messer an. Ich habe immer nur. Schauen wir mal, ob das bei ATS auch so ist. Was geschehen? Wem ist der Typ, der sucht mich? Alter! Also Holz spinnt ja alles bei mir, oder? Thank you.
Mir heißt schon wieder. Wieso? Hm? Hey, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich wiedersehe! Halt endlich dein Maul! Eigentlich rein theoretisch. Mein Arschloch. Aber da vorne ist. Scheiße, ist das kalt. Heiße, ich weiß nicht, ob er. Dann will ich Scheiße arbeiten. Lass ich das. Ich hab das alles hier so satt! Wird uns dieser Bastard nicht die Arbeit wegnehmen? Hätte ich nicht zur Armee gehen müssen! Steht total scheiße, der Typ da, Mann. Doch, wenn ich da hingehe. Ich hab das alles hier so satt. Wird uns dieser Bastard nicht die Arbeit wegnehmen, hätte ich nicht zur Armee gehen müssen. Ich kann's nämlich nicht mehr hören. Einfach in den Panzer reinsteigen, Junge, und alle um. Ja, ey. Das ist doch, ja. Die Füße sind eiskalt! Von der ganzen Scheiße sind nur die Franzosen! Nicht so laut, du Idiot! Da hinter dem. Aber kann ich. Weg denn? Hast du was gesehen? Sieht so aus, als würde mich das interessieren, Mann! Patrouille, Patrouille, Patrouille. Das nervt langsam. Ja, Niki ist leider auch mit gleich wieder da. Oh, dreh dich halt um da hinten, Mann. Ich will den Typ halten. Ich steig jetzt im Panzer und mach erstmal Alarm, ey. Boah, was stinkt hier so? Soll ich Alarm machen? Einsteigen, hast Alarm machen da? Hast du das gesehen? Halt endlich dein Maul! Ich muss pissen. Steigt er jetzt ein, jetzt mach ich Alarm. Auf geht's, Junge! Noch geschlichen hier. Action. Los. Geil, was ist denn jetzt? Ach du Scheiße! Na, den haben wir doch mal zerpflückt. Komm, Buddy, komm! Luft ist rein! Noch! Immer noch da unten, ohne Kreis. Alter! Kleiner Sack, Junge. Ab nach!
Ach du Scheiße. Ja, los hier. I come to you and I will save you, my friend. Ich muss erstmal die kleine Betsy rufen. Red. Nein, da kommt noch ein Einbahnpanzer. Jump, jump! Los, da hat Nachkiste. Alter, mit hier sind schon wieder Rippen. Schön in die Seite reingeballert, Junge, so wie ich das gehört. Ja, ja, bleib mal locker. Immer schon mal mit meinem Schraubenschlüssel. Einsteigen. Nein, ich steig jetzt nicht ein. Nein, ich hab die noch nicht richtig verliert. Scheiße. Du hast da draußen ein ganzes Wespennest zerlegt. Wachen sind sicher da vorne. Bring uns hier raus. Ich hab's geschafft, ey. Ich hab's geschafft. Ich fass es nicht. Hast du geschafft, oder? Ja, Mann. Voll. Kamen noch kleine Panzer. Ganz viele kleine Panzer. Bitte nicht. Bitte nicht. Was, Edwards, was? Sir, Sie brauchen neue Zündkerzen. Hey, schau mal, wie weit dieses Dorf weg ist. Lustig, ich hab grad ein Problem. Oh. Ja, ich seh's. Und unser kann jetzt nicht abhauen, Mann. Da unten irgendwelche Panzer von uns. Edward? Ja. Aber es sind nicht mehr unsere. Nee, das sind jetzt Deutsche. Was immer Bess braucht, es scheint da unten in dem Dorf zu sein. Na schön. Gehen wir, Edwards. Gehen wir. Viel Glück. Komm hier rüber. Der Panzer fährt nirgendwo hin oder wird bis morgen tot sein. Am Arsch. Was, Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Begreifst du es nicht? Finch, Richard, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn Sie das wirklich wollen, McManus, dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen als du warme Mahlzeiten, Kleiner. McManus, jetzt zieh einfach ab. Ja. Patrick, ich muss sagen, macht richtig Laune, Battlefield, bis jetzt, ey. Vor allem die Kampagne macht halt Spaß. So viel zu. Wir sitzen alle in einem Boot. Okay, Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben. Ja, das sind Punkte, die er gerade aufgezählt hat. Das sind echt leichte Punkte. Kleine darf mir nachher helfen. Ich werde den kompletten Tisch auseinanderbauen. Also halt alles abbauen und ganzen Kabel neu hin.